Herzlich willkommen, du Herr der Ringe-Fan da draußen. Schön, dass du zu einer neuen Runde Mordor Schatten eingeschalten hast. Ja, wir verbringen heute die Zeit, indem wir irgendwas machen. Ich weiß noch nicht mal, was genau. Der Verkrüppler, ah, da ist der Wichser. Da, wir schnappen uns den. Der Verkrüppler ist hier. Auf, hingehen. Direkt zack zu dem Spast hin und... Oh, direkt zu dem Arsch dahin, ey. Auf die Fresse kloppen. Boah, geil. Das passt ja. Annehmen, der Arsch. Denkt daran, Jungs. Ein langsamer Tod verbessert den Geschmack. Du darfst unterliegen. So stark bist du nicht, du Hund hier. Oh fuck, 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 fuck. Ja, das ist mir mit den Karagorn, ist mir das nichts. Und das soll ruhig ein bisschen... Da oben! Ja, Mann. Pade! Sollte ich dich fesseln, damit du diesmal bei mir bleibst? Wow. Oh, der hat's drauf. Ah! Ja! Jo, weg, 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 weg! Wir müssen hier hoch. Los! So, zwei Kopfschüsse, wissen wir, okay. Killt ein Karagor. Wo ist der denn jetzt? Der ist weg, ne? Der Rüstmeister sagt, ich hätte seine Waffen gestohlen. Ja, der ist heftig. Also der ist ja doch heftiger, als ich dachte. Boah, der ist böse, ist der. Ja, wisst ihr was, dann machen wir wirklich hier, zack. Gehen wir da hin und laufen runter. Dann haben wir unsere eigentliche Mission. Das ist das eigentliche Ding. Was ich vorhatte. Wenn die Nacht kommt, muss man auf der Hut vor Gut. So, dann gehen wir hier einmal hoch, hier lang, jawohl. Dann machen wir nämlich erstmal die Mission. Und schauen erstmal. Gucken erstmal, was wir hier tun, ne? Was wir hier machen, ne? Jo, mit Gollum. Entweihe noch eine Leiche und du teilst ihr Schicksal. Zeig mir noch einen Schatz aus deinen Träumen. Ja. Wir werden uns beweisen, leuchtender Herr. Wir zeigen, dass wir gut sind.
Führ uns zu ihm. Ja. Kommt. Hier lang. Hier lang, komm, komm. Komm schon. Ja, dann lass uns doch mal hin. Siehst du den Schmied dort? Wart mal ab, was der Nettes für mich aus dem Feuer holen wird. Was wird ihr so gern alle killen? Der Sklavenmeister hat uns beiden Grog versprochen, wenn wir ihm einen Graug für den Grubenkampf besorgen. Gut, Gollum, los. Wenigstens aber als Zusatzziel noch schon mal. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlins, Beutlins. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Das spielt aber nach Herr der Ringe, ne? Wir nehmen den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitze, spitze Stein. Oder so mitten da so zwischen Hobbit und Herr der Ringe. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitze Stein. Führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Ah, geil. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Ich würde ganz schnell hochgehen, wenn das geht. Das ist doch jetzt hoffentlich nicht so schlimm, oder? Ich lebe in diesen Steinen fort. Ist ja hoffentlich nicht so schlimm gewesen, aber scheint gut zu sein. Perfekt. So, aber jetzt nicht Minas Tirith gewesen, oder? Ich hoffe nicht. Galadriel, oder?
Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Talia! Lass ihn gehen. Was nutzen uns diese Träume? Sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Turm auf ihn. Oh, cooler. Wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Okay, das wäre halt schon geil, wenn wir hier irgendwie so mitten reinplatzen, ne? Das könnten wir eigentlich tun. Ich meine, wir haben jetzt eh hier den Turm. Wir sind eigentlich vollkommen, wir probieren mal diesen Überfall. Wenn nicht, rennen wir weg. Komm, das machen wir. Lasst uns hier ausruhen! In so einem richtigen Moment. Oh ja, das könnte blutig. So, die Schildbubis mal weg, ne? Gestört hast. Und du wirst sterben, bevor du es herausfindest. Du dummer Tark! Yes. Ooh.
Können wir den nächsten direkt uns schnappen, ne? Kurz gucken, wo der denn ist. Dieser Uwe wurde erschlagen. Ja, scheiße, den ersten, wo wir es nicht haben. Depp, ey, du dummer Depp. Boah, das Gehirn guckt da raus. Alter Verwalter. Hätte ich so einen Kopf, würde ich auch da dumm gucken. Okay. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben so ein bisschen hier Verbesserungen, ne? Wir haben wieder einen Verbesserungspunkt. Wäre auch cool, ne? Aber wir nehmen mal hier diesen Schleichungstod. Der andere so ein bisschen einschüchtert. Okay, dann komm, dann... Horza der Wahnsinnige, wer ist ein Horza der Wahnsinnige? Das ist bestimmt einer von denen, ne? Ja, komm, dann gehen wir kurz mal da hoch. Da, jetzt können wir erstmal hier, da. X. Sprich es ruhig aus.
Fianor. Fianor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kalb? Oder Weib? Weib? Oh. Ja, Hirgon. Ich bin dein. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Das ist schon cool, ne? Echt schon nicht schlecht, was wir jetzt schon langsam können, ne? Wenn man es auch gut einsetzt, ne, ist es halt echt richtig gut. Komm, wir machen jetzt noch in der Folge das allerletzte Mal. Oh, warte mal, hier, nehmen wir das hier noch mit. Ah, warte mal, wir haben ja genügend Gesundheit. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt das noch und das. Und hätten die Bogenaufgabe und den da oben. Wer ist er? Wir schnappen uns ihn mal. Ich frage mich, wer von uns dich zuerst tötet. Das ist jetzt ein Witz, oder? Okay. Blut. Komm. Ja, komm. Sehr geil. Wir haben 18 Erfahrungen dadurch einfach gekriegt, also dieses Orangen-Erfahrung. Geil. So, da haben wir 200.
aber Waffenrunen. Und da haben wir nichts gekriegt. Hier mal so zwei Stück. Und hier haben wir noch eins gekriegt. Ne? Stellt bei Kampfbrandmarkung 4 Elbengeschoss wieder. Ist halt auch gar nicht mehr so ungeil, ne? So, hier würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Runde weiter. Bis dahin, macht's gut.